Hallo, hallo Büffel. Hey, what's up? Wie geht's dir? Ich habe den größten Fehler gemacht, den man machen kann. Sich nicht eingecremt. Ein Video gedreht heute. Und bin wie so ein, keine Ahnung, ich sehe es aus. Das ist echt nicht, es ist abartig. Es brennt alles. Aber es war großartig. Und Mallorca, schönes Wetter. Ich bin auf der Zeitung. Oh, guck dir das mal an. Wer hätte das mal gedacht? Das schicke ich morgen schon meiner Mami mit der Post nach Hause. Bin mit Onkel Jürgen drauf, das ist großartig. Was ist denn da hinten los? Oh, Krawall und Remi Demi, Pavisa Bali, irre. So, gestern hattest du deinen ersten Auftritt mit Johnny Depp. Ja. Yeah. Wie war's? Also ich hatte echt die Hosen richtig voll, muss ich ganz, ganz ehrlich zugeben, weil es ist schon ein Unterschied, ob du einfach so wie ich die ganze Zeit moderierst und immer um den DJ-Pult deine Burg hast, oder ob du dann wirklich so 30 Minuten vor der Masse stehst und abliefern musst. Und ich habe es ganz gut geschafft. Einige Texthänger waren dabei, Johnny Depp singt die von alleine, das flasht mich am meisten. Und die Wrestling-Songs, die natürlich nicht so bekannt sind, haben aber ganz gut funktioniert und ist ausbaufähig. Wir haben gestern zusammen Fußball geguckt und als Johnny Depp im Megapark lief, stand ich neben dir und habe dich genau beobachtet. Da hast du es das erste Mal gehört und ich hatte das Gefühl, der Junge fängt jeden Augenblick an zu weinen. Das war echt krass. Ich bin jetzt einmal seit 10 Jahren dabei und mache diesen Job einfach mit Herzblut und sehr gerne. Und da rechnest du nicht mehr damit, dass du 10 Jahre immer wieder Songs ausprobierst, dass du da mal einen Hit hast, weil das haben immer Herr Wackel, Herr Hüfgold, Herr Krause, Herr Drews, die haben diese Hits und dann denkt man gar nicht mehr dran zu sagen, hey, aber ich hätte vielleicht auch die Chance, einen Hit zu haben oder so. Und dann waren wir da gestern oben, Jan Like, Herr Hüfgold, Ingo war mit dabei, also alle haben dazugeguckt und es war schon ein mega cooles Gefühl. Richtig gut. Heute geht's weiter, ne? 2030 im Megapark wieder. Wird man dich jetzt öfter an der Playa sehen, weil du bist ja unter die Schiffer gegangen? Ja, ich habe in Hamburg auch meine Station mit AIDA Cruises. Ich mache dort, habe dort jetzt eine Show, dabei ist alles für die AIDA Schiffe gemacht, für die komplette Linie. Und das ist auch so eine Animationsshow. Also auch AIDA geht diesen Weg, dass sie die Gäste mehr entertainen wollen. Da gibt es eine Wundertüte mit einem Schaumstoffmikrofon, Aufklebebärtchen, Brillen, Boha, Lahala Fahne, also auch alles mit Animation. Das ist ein Teil und der andere Teil wäre natürlich mein Traum, einmal pro Woche wieder nach Mallorca kommen zu dürfen. Geht das zeitlich? Kriegst du das hin? Ja, müsste dann einfach auch gucken, dass man das auch vielleicht am Wochenende macht, weil unter der Woche ich echt viel für AIDA unterwegs bin und ja. Muss mal gucken. Ich hätte ja nie damit gerechnet, dass Johnny Depp kommt. Johnny Depp öffnet jetzt eine Tür, dass die Leute einen wahrnehmen. Vermutlich dann vielleicht irgendwann nochmal sagen, hey, das ist der Büffel. Auch in Deutschland? Eigentlich? Ja, ja, ja. Die Nummer läuft echt gut. Und vor allem ist er erst seit 3-4 Wochen draußen. Und ich kriege von deutschen Kollegen DJs andauernd Filme in Limburg, in Bayern, in... Überall im Osten, also wird überall gespielt und die Leute haben einfach einen hohen Sympathiefaktor entwickeln, die zu Johnny Depp. Ist so. Ich gucke mal gerade nach da unten, da warten. Also mittlerweile ist bekannt, dass wir hier in der Wohnung von Icke Hüfgold sind. Und zwei Mädchen warten darauf, dass Icke aus der Tür herausschreitet. Ja. Ja. Gut, oder vielleicht gucken Sie sich auf den Livestream an oder so. Darf ich ein Bier trinken? Also, Werbung ist egal. Okay, Johnny Depp, ja? Ja. Hat ja eigentlich nichts mit dem Schauspieler Johnny Depp zu tun und eigentlich auch mit dem Rest des Songs nicht. Nö. Worum geht's da eigentlich in deinem Song? Also ich hatte eine Idee, eine Melodie, die habe ich Icke vorgesummt. Dann hat er einen mega krassen Text, der die Leute wirklich sehr berührt. Ich scheiß auf den Job, ich scheiß auf mein Geld. Also wirklich das, was Malle ausmacht und was uns alle trifft, wenn wir einmal sagen, wenn wir hier 5-6 Tage sind oder noch länger, dann wollen wir Spaß haben, Fun haben, vielleicht Probleme vergessen und einfach wirklich einen Urlaub zu zelebrieren und leben, wie man das sonst nirgendwo auf der Welt machen kann. Und das trifft die Leute. Bulgarien vielleicht? Ja, also Zypern, ja. Malta? Ja, aber nicht so mit der Art der deutschen Musik. Und da bin ich auch sehr Patriot und einmal zu sagen, ich finde das toll, dass hier so viel Deutsch gesungen wird, weil es einfach auch schön ist und deswegen halte ich noch immer auch hier Schwarz, Rot, Gold noch immer nach oben, auch wenn die EM jetzt vorbei ist.
Und ich finde das aber cool, du schwenkst hier die Kamera drüber, guck, die sind alle friedlich. Ja. Die saufen, die feiern extrem laut im All-Inclusive-Bereich. Ja, wir haben Mann, Spaß. Mann. Okay. Und dann kam der Refrain. Und dann meinte Icke, was machen wir da jetzt? Machen wir ein Düb-Düb, machen wir ein Lalala, machen wir ein Schalalala. Und dann habe ich zu ihm gesagt, gib mir, bin ich mit meinem Hund, Kollege unterwegs gewesen. Und dann sage ich, gib mir mal kurz bitte eine halbe Stunde. Und dann habe ich mich hingesetzt auf die Parkbank und habe aus Düb-Düb wurde dann Depp-Depp. Und dann dachte ich mir, Depp-Depp-Depp, Johnny, Depp-Depp, Johnny, Johnny, Depp-Depp-Depp. Und dann rufe ich ihn an, singe ihm das vor. Dann waren 30 Sekunden keine Icke mehr zu hören. Ah, ich dachte, die hätten es gerade im Bierkönig da hinten gesungen, aber haben sie nicht. Das wäre jetzt ganz cool gewesen. Und ja, und dann hat er gesagt, lass uns das einfach mal probieren. Ähnlich wie bei Barbara Streisand. Der Song war ein Mega-Hit und hatte eigentlich mit Barbara Streisand im Sinn nichts zu tun. Übrigens, Buddy ist wieder zugeschaltet. Ui. Er fragt, ist das der Sohn von Jürgen Drews? Du hast tatsächlich am Ende deines Satzes, in manchen Formulierungen merke ich, das klingst du tatsächlich ein bisschen wie der junge Jürgen Drews. Beim Reden, ja. Oh mein Gott. Kommt ihr aus der gleichen Gegend? Onkel Jürgen. Ja. Ah gut. Der ist heute auch da. Heute live in der Mega-Arena. Onkel Jürgen Drews. Johnny Depp hat aber trotzdem nichts mit dem Rest zu tun. Oder wie verbindest du das? Wie willst du mir das eigentlich erklären? Was hat Johnny Depp eigentlich mit Sympathie. Johnny Depp zu tun? Sympathie. Johnny Depp ist einer der größten Schauspieler, die es gibt. Er hat einen so einen hohen Sympathiefaktor. Du merkst es direkt, wenn du die Leute anguckst. Jedes andere Jogi Löw, auch Jogi Löw nehmen dann. Löw, Jogi Löw, Schorsch, Hackel, Schorsch, egal wen du nimmst. Aber Johnny Depp finden die Leute einfach cool. Und mein Kumpel, der Björn, German Jack, ist ja jetzt auch da. Du merkst, er geht auf der Straße, er sieht wirklich aus wie Johnny Depp. Und die Leute gucken ihn an, sagen, Johnny Depp. Und hinten hörst du schon Depp, Johnny. Und das reicht. Es muss nicht immer so viel Sinn drin sein, sondern viel Sympathie in einem Song. Ich glaube, dass der Song sehr viel Sympathie hat. Wie geht's denn jetzt weiter mit dir? Also heute Abend Auftritt, dann hast du morgen einen Videodreh weiterhin heute hier an der Playa. Morgen kommen Jan Like, mir Julia, Icke Hüfgold, DJ Düse, vielleicht ist die Pille auch mit dabei. Ganz sicher. Das wird der Knaller. Drehen wir am Strand eine Szene und heute natürlich wird auch alles im Megapark mit aufgenommen. Dann geht's wieder zurück nach Deutschland, nach Hamburg, auf die AIDA oder was ist da geplant? Dann zuerst mal zurück nach Köln, dann nach Hamburg. Eine Dose Cola ausgelaufen. Guck, jetzt haben wir den Beweis. So, Sie haben gerade wirklich Johnny Depp gesungen da hinten. Und wenn wir hier noch ein bisschen weiter plaudern, wird das auch sicherlich nochmal im Bierkönig da hinten laufen. Weil ich würde sagen, Heavy Rotation Nummer 1 an der Playa, wenn man so die Charts aus dem Juni nimmt. Viele gute Songs dieses Jahr. Sehr viele gute Songs dieses Jahr. Hast du eigentlich ein richtiges? Du bist ja eigentlich eher, sagen wir mal, Entertainer, denn ja. Sänger. Ja. Na, und deine Stimme hast du auch nicht sonderlich geschont in den letzten Tagen. Nein, die letzten Tage waren hart. Wie siehst du deine Rolle hier weiter an der Playa? Also man hört ja, man munkelt ja, dass der Megapark für dich heute die große Bühne auspackt, oben um 20.30 Uhr, die normalerweise dem Drews und dem Mickey Krause nur zusteht, weil Willi Herren muss hier auf einer Tonne auftreten, die Ina Colada, wen gibt's da noch? Also Tonnensänger. Also, und jetzt die große Bühne für Lorenz Büffel. Ja, das müssen wir erstmal angucken, ob ich das heute auch wuppe, aber ich werde mein Bestes geben und ich werde versuchen, die Leute so wie gestern auch zu entertainen. Ich habe natürlich dazwischen auch wieder sehr viel Animation gemacht, weil mir das natürlich liegt. Ich muss mich erst darauf einstellen, dass ich die Songs komplett durchsinge und auch mich auf das konzentriere, was man als Sänger dann machen muss, nämlich singen. Aber das wird schon laufen und die anderen machen ja auch alle ihr Ding und Krausetto ist der Gott. Drews ist der König, Icke ist der neue Superstar. Und du bleibst der Hofnarr? Ich bleib der Hofnarr. Du hast dich komplett vom Äußerlichen verändert. Du warst früher so eine Art Space Cowboy, ja, mit pinken Haaren und so. Das ist jetzt vorbei. Ich glaube, dass es einfach jetzt an der Zeit ist, wenn man so eine Möglichkeit hat, sogar einen Song Aufmerksamkeit zu bekommen, dann sollte man auch den zeigen, der wirklich dahinter steckt. Und ich glaube, dass ich so, mit mir kann man gut feiern, mit mir kann man gut Party machen, mit mir kann man auch überall gerne hier in der Playa ein Bier trinken.
Und schon wieder Johnny Depp da hinten, das gibt's ja nicht. Ich weiß nicht, ob ihr es hören könnt. Und deswegen ist ja, jetzt eine Kunstfigur jetzt einfach nicht weggebrochen. Ich werde das auch weiter bei den Olés oder so, die ich auch moderiere. Da haben die Leute schon den Hofnarren, den Partyclown, den Karnevalsclown, hat mal eine andere, ein anderes Magazin hier gesagt und so, Karnevalssänger und so weiter. Das ist alles gut, solange die Leute irgendwie entertaint werden und sich freuen und die Hände heben und mitklatschen und mitsingen, habe ich alles richtig gemacht. Das ist nicht immer jedem gefällt. Aber du hast hier tatsächlich für einen normalen Ballermann-Künstler relativ wenig Hater. Ja? Also ich habe das Gefühl, dir gönnen viele Leute den Erfolg hier und du könntest auch mittel- bis langfristig ein wichtiges Bindeglied zwischen Bierkönig und Megapark, den beiden verfeindeten Läden, werden. Ja? Ich tue mein Bestes, weil ja beide... Der Megapark legendär ist, der Megapark viel dazu beigetragen hat, dass so viele Millionen Menschen hier hinkommen und feiern, genauso wie der Bierkönig. Aber ist im Bierkönig jetzt mittlerweile einfach ein Produzentensänger, Wahnsinnsmenschen, muss ich jetzt einmal so sagen, Icke Hüftgold gibt, der einfach einen mega guten Job für uns alle macht, für die Partyszene macht, eine Mia Julia so groß gemacht hat, die wiederum die Partyszene in Deutschland etabliert und dadurch wiederum andere Künstler Bookings bekommen, weil die Party wieder richtig gut läuft, weil der Ballermann wieder richtig gut läuft. Und dadurch finde ich, dass dieses ewige Hin oder Her, wo feiert man am besten, wer feiert am härtesten, wo kann man das am besten, wo ist am schönsten, wo ist es am geilsten, kann sich jeder selber aussuchen. Und ich finde beide Locations krass. Bierkönig ist Bierkönig, da wird halt Party brutal gefeiert. Megapark hat halt alles ein bisschen gediegener am Start, aber ansonsten finde ich einfach, dass Mama Mallorca es verdient hat, dass es so coole Locations gibt und ich werde die beiden jetzt zusammenführen. Hast du eigentlich schon das Neueste gehört? Nein. Die Polizei hat hier mit Diebesbanden zusammengearbeitet. Nein. Doch, die Polizei hat sich die Besoffenen gegriffen, beziehungsweise den Diebesbanden Hinweise gegeben, wo die Besoffenen ja gerade langlaufen und dann sind die abgezockt worden. Krass, oder? Seit wann ist die Information? Seit gestern Abend. Ich habe es gestern Abend das erste Mal gehört. Oi. Krasse Nummer, oder? Okay, über den Polizeiskandal werden wir sicherlich in den Tagen wieder ein bisschen häufiger berichten, weil da rappelt es gerade hier ganz mächtig im Karton. Aber gut, das an anderer Stelle. Wir sind ja hier jetzt im Party-Interview oder im Spaß-Interview mit Lorenz Büffel. Also, wenn ihr Bock habt, den jungen Mann oder mit dem jungen Mann Johnny Depp zusammen zu singen, heute Abend 20.30 Uhr, kostet auch nichts, ne? Nein! Also, das wäre der nächste Schritt, wenn man für mich Eintritt zahlen müsste. Das wäre auch Wahnsinn. Nein, kostet nichts. Kommt vorbei, feiert mit mir. Ich gebe alles für euch. Ich hoffe, ihr gebt auch mir alles, denn ich brauche alle Hände oben. Wir drehen heute schon das offizielle Video dafür und da muss Partystimmung, wir müssen alle springen. Aber die sind gestern auch schon so viel gesprungen. Also das war auch heftig, also echt heftig. Hat mich echt mega umgehauen. Und dann geht's morgen weiter mit einem Videodreh. Ja. Hier in der Playa. Ja. Mit ganz, ganz vielen Stars. Ja. Und Sternchen wie Jan Gleich. Die freiwillig mitmachen. Auch Jan Gleich, der ist mega gut drauf. Sehr, sehr gut. Alles klar. Ich wünsche dir viel Spaß beim Auftritt. Wir werden uns hoffentlich jetzt wieder häufiger an der Playa sehen. Und wenn ihr ihn sehen wollt, regelmäßig ab demnächst dann im Megapark oder auf der AIDA oder... Darf ich noch was sagen? Ja. Bild Mallorca und der Ingo. Ich weiß... Ich habe das jetzt schon so oft gesagt, aber das ist so ein großer Job, den du hier machst. Du hast mit allen Kontakt, du machst so viele coole Interviews, du bist immer ganz nah dran und du bringst wirklich, wirklich dieses Jahr Mallorca zu unseren Gästen, zu den Party People nach Hause. Und das ist ein mega guter Job und deswegen klickt ganz viel Bit Mallorca und teilt alle Videos und postet und seid dabei. Das ist mir echt wichtig. I love you. Lorenz Büffel, meine sehr verehrten Damen und Herren. Auf euch. Prost.